Guten Morgen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Sonntagsstammtisch hier live aus dem Brunnerwirt. Toll, dass Sie wieder dabei sind, und wir können Ihnen in der kommenden Stunde auch versprechen, dass wir spannende Unterhaltung bieten und viel Information. Und dafür werden ja schon mal meine beiden Stammgäste sorgen, die heute wieder da sind. Ursula Münch ist also Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie Tutzing. Und Akademie Klaus Bogenberger. Für politische Bildung, bitte? Herr Kilz. Die Akademie für politische Bildung. Ach so, Akademie für politische Bildung. Es gibt noch eine zweite. Schon gleich wieder die erste Korrektur. So geht es wieder gut los heute. Klaus Bogenberger, Verkehrswissenschaftler der TU München. Bis dahin ist richtig alles, ja? Bisher passt alles, was du machst. Der Mann zu allem. Wir kommen heute auch noch über Fragen des Verkehrs, werden auch noch eine Rolle spielen. Ja, und wir haben Gäste, die ihr Leben der Politik und der Kultur gewidmet haben. Und der Vorteil ist, dass die Politikerin sehr sich um Kultur gekümmert hat und der Schauspieler auch sehr viel schon um Politik. Und beide sind erstmals am Stammtisch. Ich begrüße ganz herzlich Antje Vollmar. Fast, ja, 20 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. 11 Jahre sogar Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, und sie gehört zu den Grünen der ersten Stunde, sozusagen das Urgestein. Und 1983, Frau Vollmar, kamen Sie über eine offene Liste in den Bundestag. Damals suchten die Grünen noch irgendwelche Landwirtschaftsexperten, und da hatten sie niemanden, und dann sind sie reingerutscht. Aber interessant ist, dass es zu Ihrer Zeit erstmals ein Feminat gab im Bundestag. 84, ja. 84, das heißt nur Frauen, ne? Die 6 Frauen, ja. Die gesamte Fraktionsführung der Grünen, nur 5 Frauen. Das gab ein Riesenhallo im Bundestag. Und übrigens ein starkes Verspotten unserer Männer, die uns mitgewählt hatten. Aber es gab damals ein wirklich Mitzittern in der ganzen Gesellschaft. Ich kann mich noch an das Gesicht von Helmut Kohl erinnern. Also die berühmte Rede von Waltraud Schoppe. Ja, ja. Ja, ja, da war ich damals dabei. Das erste Mal eine Führung nur von Frauen. Inzwischen macht es die evangelische Kirche nachher, aber sehr viele Jahre später, ja. 35 Jahre später. Frau Vollmar ist promovierte Theologin und überzeugte Pazifistin. Und was man wirklich sagen kann, auf Parteilinie ist sie nie. Man weiß ja, damals wusste man auch gar nicht, was so die Parteilinie ist. Heute ist das schon etwas eindeutiger. Aber Sie haben sehr sich mit Joschka Fischer damals angelegt, wegen der militärischen Intervention, dass die Deutschen sich, also Schröder, Fischer, in der Koalition mit der rot-grünen Regierung beteiligt haben. Wenn Sie heute das sehen, jetzt geht es ja wieder darum, es kommt nach vielen, vielen Jahren wieder wahrscheinlich eine grüne Regierungsbeteiligung. Und wo ist eigentlich die außenpolitische Note der Grünen heute? Ja, die macht mir ehrlich gesagt sehr viel Kummer. Also die Grünen waren ja nie reine Pazifisten, aber sie hatten immer einen sehr starken pazifistischen Flügel. Und sie wären nie in den Bundestag gekommen, wenn es nicht die Friedensbewegung gegeben hätte. Und heute, ich hatte ja unter anderem wegen Afghanistan solche Differenzen mit Fischer, heute weiß man, dass Afghanistan eine wirkliche Katastrophe für den Westen ist, eigentlich der zweite verlorene Vietnamkrieg. Mhm. Und jetzt müsste man intensiv darüber diskutieren, ob das eigentlich eine richtige Linie war. Und auch die Grünen, ich habe aber den Eindruck, dass im Augenblick alle ein bisschen in die offensive Verdrängung gehen. Weder dieses Thema, was wird aus dem Westen, ja, nach diesen Miseren, Irakkrieg, Libyen und so, noch die Grünen, weil die Grünen natürlich im Kern damals auch das Konzept von Nationbildung vertreten haben. Also, dass wir mit unseren Erfahrungen von vor 89 berufen werden. Damals hat ja der Joschka Fischer, also Außenminister, war auf dem Grünen Partei, dann noch einen Farbbeutel ins Gesicht gekriegt. Das war zu Kosovo. Ja. Ja. Und den hat er dann auch den ganzen Parteitag gegenüber getragen. Heute geht es ein bisschen schmusiger zu in der Partei. Also alles ein bisschen einvernehmlicher. Das ist erstaunlich. Ja, und es müsste gerade über die Außenpolitik eine Debatte geben. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Wir kommen später noch auf die Ampel. Und ich wollte unseren zweiten Gast vorstellen. Und den kennen Sie, liebe Zuschauer, aus vielen, vielen Rollen. Er spielt ja den Paulanermann eigentlich so überzeugend wie den SS-Sturmbannführer. Und ganz deswegen habe ich auch voll in meiner Identität mit natürlich Herrn Maske. Ja, sehr gut. Und ganz populär den Hauptkommissar Paul Böhmer an der Seite von Katharina Böhm in der ZDF-Krimiserie Die Chefin. Ja. Und ich glaube, nächsten Freitag ist wieder eine Folge. Ja, und jetzt wollte ich Sie fragen, seit 35 Jahren sind Sie auf der Bühne, mhm. 200 Produktionen haben Sie gemacht, und es war eine schwierige Zeit.
dann sieht man sie aber so nie auf roten Teppichen. Die Glitzerwelt, obwohl Schauspieler sind doch Rampensäue, die wollen doch gezeigt werden und so weiter. Warum halten Sie sich da so zurück? Das ist richtig. Ich bin auch eine Rampensau, aber vor der Kamera und auf der Bühne. Aber ich habe, ausgehend vielleicht von dem, wo ich herkomme und so weiter, eine gewisse Abneigung. Ich mache das schon mit und ich gehe auch mal über einen roten Teppich. Aber eigentlich ist mir dieses Glitzer-Glamour-Ding gar nicht so wichtig, sondern ich empfinde mich als Schauspieler. Ihre Herkunft, der Großvater war Torfstecher, ich glaube, bei Starnberger See. Der Vater war Fabrikarbeiter. Ja. Ich glaube, Sie waren der Erste, der auf ein Gymnasium geschickt wurde in der Familie und an der Universität von Ihnen gesehen hat. Und das, ist das drin? Ist das im Gehen bei Ihnen, dass das ein Leben lang Sie geprägt hat? Doch, das prägt einen natürlich schon. Es ist in der Tat so, ich bin der Einzige in der Familie, der dann aufs Gymnasium gehen durfte. Das war bei mir tatsächlich noch klassisch auf dem Dorf, der Pfarrer. Ich war auch Ministrant und alles natürlich in unserem Dorf hat dann gesagt, der Bub muss aufs Gymnasium. Evangelisch. Ja, aber trotzdem, ich sag das einfach nur so, einfach mit so einem kleinen Wink rüber. Es war tatsächlich so, dass ich tatsächlich, und ich bin bis heute tatsächlich in meiner ganzen Familie und Verwandtschaft der Einzige, der jemals das Abitur gemacht hat und dann später auch die Universität gesehen hat. Die habe ich allerdings dann nicht sehr lange gesehen. Wobei der Weg zu dieser Schauspielerkarriere war kein geradliniger, nicht? Also Sie haben Schlagzeug gespielt, in Punkbands und so. Spielen Sie eigentlich heute auch noch? Also ich habe sehr lange jetzt nicht mehr gespielt. Ich versuche gerade wieder ein bisschen anzufangen und meine steifen Handgelenke ein bisschen irgendwie zu ölen und da reinzukommen. Allerdings war das Schlagzeugspielen für mich ein sehr wichtiger Schritt raus aus diesem Dorf. Wissen Sie, als junger Mann muss man ja, es gibt die Männer, die einfach im Dorf bleiben. Das ist immer noch so. Und es gibt halt irgendwie in mir zum Beispiel einige, die dann sagen, ich muss irgendwie raus aus dem Dorf. Haben Sie Vorbilder, Schlagzeuger? Charlie Watts oder wer ist Vorbild? Nee, der Charlie Watts ist jetzt tatsächlich nicht mein Vorbild. Gene Krupa. Viel zu gut, viel zu gut. Nein, ich sag's ganz ehrlich, mein Vorbild war tatsächlich Stuart Copeland. Das ist der Schlagzeuger von Police. Ne, Police, wenn Ihnen das noch was sagt. Einer für mich, also für mich der prägende Schlagzeuger. Und ich bin auch natürlich nie so gut geworden. Auch da muss man wieder sagen, zum Beispiel meine Geschichte war so, dass aus den Verhältnissen, aus denen ich komme, ich zum Beispiel immer mein Geld selber verdienen musste. Und natürlich gab's kein Schlagzeug zu Hause für mich, was meine Eltern gekauft haben. Und den Übungsraum auch nicht. Achtung, Frau Vollmer, da gibt es was ganz Tolles. Mein Übungsraum war in der Kirche, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Es war nämlich so, dass ich tatsächlich mit 15 durfte man am Mofa fahren und dann bin ich mit dem Mofa in den Sommerferien tatsächlich losgefahren, 5 Dörfer weiter und habe dann dort in einem Ferienjob praktisch mir 400 Mark verdient und das Geld habe ich dann sofort in ein Schlagzeug investiert, als ich 15 war und habe dann angefangen Schlagzeug zu spielen. Insofern sehr wichtig für mich. Eine Frage noch zur aktuellen Entwicklung. Wir kommen später noch mal auch auf Corona über die Situation, aber als Schauspieler, es war enorme Beschränkungen. Sie haben auch monatelang gar keine Einnahmen gehabt. Inzwischen sagen Sie, haben Sie 70 oder 80 Schnelltests oder PCR-Tests hinter sich. Wie sieht es im Moment aktuell aus, wenn Sie drehen? Also im Moment aktuell drehe ich gerade nicht, aber meine Produktion dreht gerade. Aber ich, die Chefin wird doch wieder neu gemacht. Die wird neu gemacht. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, weil ja jetzt auch das Thema 2G plus wieder im Raum steht, das praktizieren wir schon praktisch von Anfang an. Also das heißt, also seit es halt Impfungen gibt. Bei uns wurde von Anfang an, nachdem der Lockdown aufgelöst wurde und wir wieder arbeiten durften, wurde, und da muss ich sagen, hat die Produktion hervorragende Arbeit geleistet. Da gab es ganz strenge Vorkehrungen und Vorgaben und die wurden eingehalten. Das heißt, es wurde wahnsinnig oft getestet. Jeden zweiten Tag wurden wir praktisch getestet. Als dann die Impfungen kamen, wurden wir alle geimpft, oder wer sich impfen wollte, das ist ja vielleicht noch ein Thema, was wir gleich nochmal vielleicht ansprechen, wer sich impfen lässt und wer nicht. Also wir haben, ich persönlich muss jetzt sagen, ich habe mich impfen lassen und ich wurde daraufhin aber dann regelmäßig trotzdem weiter getestet. Um praktisch einfach sicherzustellen, dass selbst wenn es wäre, man eben das nicht weitergibt. Das ist ja auch und unter diesem Aspekt, also, das ist eine Kostenfrage, aber die muss halt dann die Kosten müssen halt dann praktisch irgendwie übernommen werden oder von der Produktionsgesellschaft. Und auch man darf nicht vergessen, auch das ZDF hat einen Zuschuss gegeben für die Produktion, dass irgendwie solche Kosten aufgefangen werden. Finde ich wahnsinnig wichtig. Das heißt also, ich kann nur von meinem Business jetzt sprechen, funktionieren diese Sachen wirklich hervorragend, bis hin natürlich auch zu tragischen Vorfällen, dass natürlich auch ein Schauspieler dann mal tatsächlich aus Berlin anreist.
Und dann wird er getestet und dann wird am nächsten Tag nicht gedreht. Und dann kommt ein Anruf um 8 Uhr abends. Ich hatte schon das erste Weißbier, weil ich einen erfolgreichen Drehtag hinter mir hatte. Und dann heißt es, kannst du bitte bis morgen noch mal 7 andere Szenen lernen? Wir haben gerade einen Corona-Fall. Das kommt natürlich dann auch vor, wo man dann eben bis 1 Uhr nachts dann die normalen Texte lernt. Danke. Wir fangen heute mal mit dem Aktuellen an. Die Weltklimakonferenz in Glasgow ist später als geplant zu Ende gegangen. Sie haben lange gefeilscht um ein Papier, das Abschlusskommuniqué. Und jetzt, Frau Vollmer, frage ich mal, wenn man liest, wie es beurteilt wird, es ist Enttäuschung da, aber auch sehr große Zufriedenheit. Manche reden von historischen Beschlüssen. Also ich denke, der weltweite Ausstieg aus der Kohleenergie ist noch nie so klar von allen artikuliert worden wie bei dieser Sache. Und die Klimahilfen der Industrieländer sollen wieder forciert werden. Das wollten sie aber schon in Paris alles machen. Subventionen für Öl, Gas und auch Kohle werden gestrichen. Aber Sie haben ja sicher verfolgt, wie das war. Sind Sie denn mit dem Ergebnis zufrieden oder was fehlt und was ist gut, was drinsteht bisher? Zufrieden darf man als Grüne nie sein. Aber das Glas ist, glaube ich, etwas mehr als halb voll. Und der Vorteil ist einmal, dass Kohleausstieg definiert worden ist. Der zweite ist der Druck, der von solchen Versammlungen ausgeht. Der ist wirklich enorm, auch medial und auch von den vielen zivilgesellschaftlichen Gruppen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass ab nächsten Jahr wird nachgerechnet. Mhm. Bisher gab es ja immer nur Versprechungen, was man machen will. Ja. Und ab nächsten Jahr wird nachgerechnet. Und ich würde mal sagen, unsere Kohlekommission, wenn die Beschlüsse von Glasgow schon gewesen wären, hätten ein strengeres Ergebnis gebracht. Also einen früheren Ausstieg beschlossen. Oder? Früheren Ausstieg beschlossen. Was problematisch ist, ist letztendlich die Verursacherfrage. Also die Frage, was kriegen die Entwicklungsländer, die ganze Miserie nicht verursacht haben, was kriegen die als Ausgleich? Das ist ja auch das Argument von Indien zum Beispiel gewesen, nach dem Motto, wir haben es doch nicht verursacht und müssen jetzt auch aufholen. Selbst die Inder beispielsweise, die sich gewehrt haben bis zum Schluss. Selbst China könnte das sagen, als der Westen, Amerika, Ruhrgebiet noch die Luft ungeheuer verpestet haben, da sind die in China noch in 8 Reihen nebeneinander Fahrrad gefahren und der Himmel über Peking war blau. Mhm. Jetzt wird heute nur aktuell gesagt, die sind große Umweltverschmutzer. Aber wenn man die historische Ursache sieht, da ist eine Ungerechtigkeit. Und jetzt ist das Entscheidende, wenn die Entwicklungsländer das Geld kriegen, kriegen sie das Entschädigung oder kriegen sie das nur als Kredite, damit sie wieder von den westlichen Ländern die Fortschritte Energietechnologie kaufen, dann sind letztendlich, wenn es dabei bleibt, dann ist das letztendlich ein Investitionsprogramm für unsere technologische Entwicklung, die wir haben wollen und für den Green Deal. Aber es ist nicht ein historischer Ausgleich für das, was an denen gesündigt worden ist. Mhm. Und darüber ist für meine Begriffe zu wenig diskutiert worden. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil es eben deutlich macht, wie unterschiedlich die Interessenlagen sind. Und bei uns wird ja auch ganz viel, auch von der künftigen Ampelregierung, wird ja auch ganz viel argumentiert, dass man sagt, das lohnt sich ja, weil wir dann wieder exportieren dürfen. Die Sicht der Entwicklungsländer ist zum Teil eine völlig andere. Wir geraten in die nächste Abhängigkeit. Und wie Sie sagen, es fehlt im Grunde an diesem historischen Rückblick. Aber also ich würde schon auch sagen, ich würde mich Ihnen anschließen, da ist viel erreicht worden, aber natürlich gemessen an dem, was man erreichen wollte, klar, kann man nie zufrieden sein, aber man hätte nicht damit gerechnet, dass man so viel erreichen würde. Für mich gibt es ja große Enttäuschung. Entschuldigung, sehr wichtig, dieser Deal China-Amerika. Mhm. Ja. Die Chinesen haben eine gewisse Tendenz auf internationalen Konferenzen. Sie sind zwar sehr vorsichtig, der Präsident ist ja auch nicht gekommen, aber sie haben eine gewisse Tendenz, sich als Vertreter einer multilateralen Ordnung darzustellen. Mhm. Und dass sie da eingestiegen sind, da hat Amerika Europa wieder mal überholt. Weil während in unseren Zeitungen ständig steht, die Chinesen sind ganz große Umweltsünder, verhandelt Amerika schon wieder mit denen und zeigt, dass sie begriffen haben, in der Klimafrage muss man mit China und übrigens auch mit Russland zusammenarbeiten. Das ist ja ein Fortschritt. Ich meine, wenn man überlegt, wir hatten einen Präsidenten, der den Klimawandel geleugnet hat und jetzt, gestern war John Kerry, ist ja geschickt worden da als Unterhändler und immerhin
Wenn China und Amerika mal zusammenrechnet, sind 40% der Treibhausgasemissionen weltweit. Und dann ist das sicher, glaube ich, auch ein Fortschritt dieser Konferenz. Klaus, es hat eine Aktion gegeben. 31 Staaten haben das Aus des Verbrennungsmotors besiegelt. Nur Deutschland hat sich nicht beteiligt. Jetzt frage ich, warum? Ist da die Autolobby zu mächtig oder verpassen wir dadurch eine internationale Entwicklung? Warum ist das passiert? Das ist das, was ich vorher sagen wollte, wo ich schwer enttäuscht bin. Es ist nicht nur Deutschland. Ja, es ist Spanien, Frankreich, China und USA haben nicht unterschrieben. Mhm. Und ich denke schon, dass die Autolobby ganz massiv sind. Alles Länder, wo viele Autos produziert werden, dass man da eine Chance verpasst hat. Ja? Weil ich denke, dass man da eine Technologie vielleicht noch nacheifert oder die noch am Leben halten will, wo andere schon voll in Elektro- und alternative Antriebe gehen und wir immer noch Verbrennungsmotor und Verbrennungsmotor machen und so die Schere zwischen der technologischen Entwicklung, die die einen nehmen, und unserer sehr groß wird, die am Schluss gar nicht mehr aufzuholen ist. Also man, du meinst, wir schädigen uns selbst? Wir schädigen uns als Technologiestandort, weil wir sozusagen anderen, die da vorauseilen. Tesla ist angeblich über Jahre gar nicht einholbar, was die Technologie im Elektromotorbereich und im Bereich des autonomen Fahrens betrifft. Sind die so weit voraus, dass wir das gar nicht aufholen können so schnell? Du musst uns eins noch erklären. Der Scheuer hat ja gesagt, wir machen nicht mit, weil wir setzen eigentlich auf ganz andere, auf synthetische Kraftstoffe, die das auch ersetzen können, dann den Elektromotor bedienen können. Was ist davon zu halten? Ja, das sind sogenannte künstliche Fuels. Ja. Ich denke, klar sollte man technologieoffen sein und der Ausstieg aus einem heißt ja nicht den Einstieg, heißt ja nicht, dass man dann nur Elektro macht. Ja. Da gibt es ja noch Wasserstoff, alles Mögliche. Und mein Eindruck ist der, wenn man die Zeitung liest, dass da massiv lobbyiert worden ist und dass man da mutiger hätte sein sollen. Von mir aus die Jahre ein bisschen nach hinten schieben, ja, 5 Jahre mehr Zeit geben, aber doch eindeutiges Signal mal an die Autoindustrie, die ja quasi alle Dinge, die man ausgemacht hat, nicht eingehalten hat. Denken Sie an Dieselskandal und alles, ja, ist ja alles ausgehebelt worden. Ganz genauso, Herr Bogenberger. Also jetzt, wenn ich dazu auch noch mal einen Beitrag leisten darf. Man muss ja sagen, dass Sie auch Greenpeace-Mitglied sind. Sie haben sich immer sehr engagiert für diese Aktivitäten. Also, deswegen ist es mir auch eine große Freude, mit einer Grand Dame meiner gesamten politischen Jugend hier zu sitzen. Also wirklich noch mal, Frau Vollmer, das muss ich sagen, ist mir ein großes Vergnügen. Begleiten mich, seit ich irgendwie auf der Schule war. Aber noch mal dazu, und ich sehe das ganz genauso, ich finde es ein katastrophales Signal, was die deutsche Autowirtschaft da geleistet hat. Und ich finde, es gibt noch einen zweiten Aspekt. Man sieht, dass in dieser deutschen Ingenieurswesen Bräsigkeit wirklich... Vorsicht. Das meine ich jetzt genau. Wir haben einen, der Munders hier am Tisch. Ja, wir sind ja am Stammtisch. Wir sind ja am Stammtisch und jetzt haue ich mal am Tisch und sage Bräsigkeit, weil nämlich das ärgert mich, weil Sie sagen Tesla. Es gibt mittlerweile wirklich... sagen wir mal, Techniken, die sind so weit voraus. Und jetzt setzen sich die deutschen Autobauer auf ihre alte, wir sind die, die es erfunden haben und jetzt machen wir weiter, sitzen drin und verpassen komplett die Zukunft. Und zwar nicht nur im klimatechnischen Sinne, sondern auch im wirtschaftlichen Sinne. Ich finde, wir verpassen hier wirklich auch gesamtwirtschaftlich einen ganz großen Schritt nach vorne. Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff. Ich finde, Wasserstoff ist zum Beispiel eine völlig in Deutschland nicht wirklich genau beleuchtete Technologie. Jeder wurschtelt jetzt ein bisschen rum. Ich finde, Bayern hat zum Beispiel jetzt eine Wasserstoffinitiative und ein Bündnis gegründet. Aber es wird alles immer noch so stiefmütterlich behandelt. Woran liegt das, Klaus? Ja, nicht mit voller Konsequenz. Ja, also was das bedeutet, ist ein voller Umbau einer kompletten Industrie. Das ist ja nicht nur der Autohersteller, sondern ganz viel Zulieferer. Man spricht da über 4, 5 Ebenen sozusagen. Und da ist natürlich in Deutschland über 50 Jahre sehr viel Know-how, gerade im Verbrennungsmotor und so weiter, entstanden, weil unsere Autos Premium-Autos zum großen Teil waren, die vom Motor, vom Getriebe und vom Fahrwerk gelebt haben. Und das wird alles nicht mehr so wichtig. Und sie bauen dann nicht nur den Autokonzern um, sondern sie müssen auch unglaublich viel Zulieferer umbauen, die natürlich alle Arbeitsplätze haben, die alle wirtschaftlich sind. Und diesen Prozess scheut man sich
stärker anzugehen, meiner Meinung aber nach. Aber Herr Bogenberger, ganz ehrlich, man muss doch jetzt einfach den nächsten Schritt gehen. Man muss doch, also ich zum Beispiel sage, Elektromobilität ist nur die halbe Wahrheit. Auch ein Tesla ist nur die halbe Wahrheit. Wenn ich den anschaue mit seiner riesen Batterie da drin, wenn man die Gesamtökobilanz so eines Autos anschaut, ist es einfach nicht gut. Ist die bei einem Wasserstoffauto besser? Ja. Ja. Das sage ich jetzt mit voller Überzeugung, also weil ich mich natürlich da... Alles, was du produzierst, hat natürlich irgendwie einen CO2-Abdruck und so weiter. Ja. Und Elektro macht dann Sinn, wenn du den Strom auch ökologisch erzeugst. Also am besten mit der heimischen Photovoltaik oder sowas. Wenn du den aus dem Kohlekraftwerk holst, macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Ein großer Vorteil ist, dass diese Technologie ein bisschen einfacher auch ist. Ja. Welche? Die Elektromotoren sind wartungsärmer. Gibt aber das ist auch gerade wieder der Nachteil der Wirtschaft. Ja, aber für Kunden ist eigentlich, ich kenne Leute, die haben einen Tesla, die sagen, du, das ist der Wahnsinn, ich habe in 2-3 Jahren 120 Euro für das Auto nur gebraucht. Mhm. Also an Strom, an Wartung. Du machst jetzt hier keine Werbung. Nein, ich mach keine, aber ich sag nur, das ist wartungsarm, das ist, die Technologie ist einfacher. Aber natürlich darf man nicht auf eines nur gehen. Ja? Und für den Lkw-Bereich ist das sehr wahrscheinlich ausgeschlossen, der sehr wichtig ist, weil ohne LKWs gibt es keine Logistik und so weiter, weil unser Bahnsystem nicht gut genug ist. Na gut, da war die Lobby aber auch stärker, die LKW-Lobby. Also das weiß man ja, sonst hätte man längst mehr auf die Bahn verlagern können. Aber diese Diskussion gibt es seit 40, 50 Jahren. Und wenn man über die Autobahn fährt in den Sommermonaten und sieht, 10 Kilometer lang stehen die LKWs, dann fragt man, hat die Menschheit noch alle Tassen im Schrank? Aber wir haben inzwischen auch einen europäischen Binnenmarkt. Also da hat sich schon auch ein bisschen was verändert. Und also es geht ja nicht nur um den innerdeutschen Verkehr, es geht ja um den innereuropäischen. Und Sie müssen halt beim LKW nicht umladen. Aber wie gewaltig der Einfluss der Autolobby ist, sieht man ja auch, dass selbst bei den Verhandlungen jetzt über die Regierungsbildung Tempolimit vorweg schon fast ausgeschlossen wird, was ich nicht verstehen kann. Wir sind bald das letzte Land auf der Welt, was das nicht hat. Und aber da bin ich ja gerade von Ihrer Partei massiv enttäuscht, ganz ehrlich, weil ich meine, da war ich immer einer, der gesagt hat, wenn die an die Macht kommt, dann ist das, ist er so angekündigt worden. Dachte ich auch. Okay, dann sind wir uns da einig. Okay. Wir reden über die Ampel noch. Und, haben Sie es irgendwie für irgendwas anderes irgendwie gedealt. Im Austausch gedealt? Ich will noch ganz zum Schluss zu diesem Thema Energie, Frau Vollmer, auch Frau Münch. Wir haben ja jetzt gehört, Herr Macron setzt weiterhin auf Atomkraft und das ist unser Nachbar. Und wir sind raus. Frau Merkel hat nach dem Schlingerkurs raus, rein, endlich raus nach Fukushima. Atomkraft ist vorbei. Die wird es nicht mehr geben. Das ist Konsens inzwischen, ja? Ist definitiv vorbei und macht auch gar keinen Sinn. Selbst für die Planung dauert es, ist wahnsinnig teuer. Für die Planung dauert es Jahrzehnte, während Photovoltaik sehr schnell und Windenergie. Und die Konzerne sind auch längst dabei, sich umgestellt. Und sie ist vor allem unheimlich teuer. Atomenergie ist wahnsinnig teuer, weil wir ja auch die Folgekosten. Ist völlig ungeregelt. Also das ist überhaupt keine Alternative. Es ist den Leuten nur schwer zu erklären, dass der Nachbar darauf setzt. Ja. Und wir aber wir haben politische Entscheidungen getroffen und es würde so irrwitzig teuer werden, die wieder rückgängig zu machen. Ja. Die Industrie hat sich völlig anders inzwischen positioniert. Und es lohnt sich nur dann, wenn man die gesellschaftlichen Folgekosten nicht berücksichtigt und die ökologischen. Wenn man ein paar länger laufen lässt. Also die Betreiber sagen, das funktioniert jetzt schon nicht mehr. Also das wird nicht hinhauen. Also natürlich hat man es überlegt, aber von Betreiberseite aus der Atomkraftwerke, die sagen schon, wir haben das Thema abgeschlossen. Okay, ja. Wir haben auch gut verdient daran, bei den Entschädigungen. Genau. Allerdings. Ganz gut abgeschnitten, also so Konzerne. Ja. Haben auch früher einen großen Einfluss in der Politik gehabt, RWE oder so, nichts entschieden, Orden ohne die Leute. Und dann gab es ja immer Verbindungen, dass Leute, die da bei diesen Elektrokonzernen, diesen Energiekonzernen waren, dann auch teilweise Politiker wurden und in Aufsichtsräten und so weiter. Das war eine gute Ergänzung. Also. Das war ja damals ein Ziel der neuen Energiepolitik der Grünen, dass wir nicht nur die Methode ändern wollten, sondern auch dezentralisieren. Und dass wir die 4 großen Konzerne, die einen solchen Einfluss auf die Politik haben, dass wir den Einfluss verringern wollten. Inzwischen tun die so, als seien sie die Spitzen der neuen Technologien, aber auf ihren Konzerneinfluss verzichten sie natürlich nicht. Ja. Die neue Regierung, die ja noch nicht gebildet ist, aber Sie wollen ja am Nikolaustag Scholz zum Kanzler wählen. Ich glaube auch, dass Sie es machen. Bitte? In der Woche. In der Woche. Noch 4 Tage dazu. Und Herr Tonkel, die Bayern
haben mit die schlechtesten Zahlen, was Corona anbetrifft, was Neuinfektionen anbetrifft, Inzidenzen. Und jetzt ist die Ampel auf Rot gesprungen. Das ist die bayerische Ampel. Und das heißt, in den Krankenhäusern ist alles so große Überlastung. Er wohnt auch, Landkreis Miesbach, ist also ganz, sind über Tausender Inzidenzen. Was ist das dann mit den Bayern? Warum läuft das hier nicht in diesem Land? Ja, das ist eine gute Frage. Also diese Frage werde ich so direkt ich nicht beantworten. Also ich kann Ihnen nur meine Meinung dazu sagen. Ich sage jetzt einmal so, jetzt haben wir's. Da sind wir und jetzt müssen wir schauen. Also ich glaube, dass ganz viel im Vorfeld jetzt falsch gehandelt wurde. Die Maßnahmen wurden so weit zurückgefahren in einem Maße, wo ich sage, warum? Die ganze Zeit war die Rede davon, dass es die vierte Welle geben wird. Es wird die nächste Welle geben. Dann wurden die Impfzentren geschlossen, dann wurden irgendwie die Tests auf Kostenbasis irgendwie umgestellt. Katastrophale Entscheidungen, wie ich finde, das hätte man durchgängig weiterfahren lassen müssen. Das ist mal das eine. Und man hatte ja gehofft, dass man durch die Kostenpflichtigkeit die Leute zum Impfen bringt. Das hat aber halt nicht funktioniert. Das ist ja genau das Gegenteil. Wieso durch die Kostenpflichtigkeit? Durch die Kostenpflichtigkeit der Tests. Weil die Deutschen sparsam sind und dann die Tests nicht bezahlen wollen. Ja. Aber dann mogeln sie lieber. Genau. Ja. Und die Impfung ja umsonst immer noch ist. Das ist ja ein Organisationsversagen auf allen Ebenen, meiner Meinung nach. Die Tests haben Sie angesprochen. Unser Bundesgesundheitsminister spricht vom Ende der epidemischen Lage. Vier Wochen später stehen wir vor einer Riesenwelle. In Bayern also er hat aber das Rechtliche damit gemeint. Da muss man jetzt schon differenzieren, Klaus. Also er hat von der juristischen Situation gesprochen. Genau. Er hat nicht gesagt, dass wir am Ende der Pandemie sind. Aber er hat natürlich, die Testsituation ist katastrophal, weil testen wäre der Weg gewesen, immer zu sehen, wo Infizierte sind. Dann auf bayerischer Ebene ein Chaos, dass man zum Beispiel letzte Woche Kindern oder Jugendlichen über 12 nachmittags, die nicht geimpft sind, einen Sport verbietet. Dann stellt man abends fest, die gleichen können am Morgen beim Schulsport teilnehmen, muss man das wieder einkassieren. Das verunsichert. In München ist man nicht fähig, die Zahlen korrekt zu ermitteln. Dann wird noch ein Impfstoff für unter 30-Jährige wieder verboten, dass die Bevölkerung verunsichert ist. Das ist doch logisch, ehrlich gesagt. Und wir brauchen viel zu lang in ländlichen Regionen, bis man einen PCR-Test, bis man eine Stelle findet, wo man einen PCR-Test bekommt. Und dann dauert es unter Umständen 2 Tage, manchmal sogar 3 Tage. Kostet 79 Euro. Und bis man das Ergebnis noch bekommt. Noch mehr zum Teil am Flughafen, mehr, wenn du den schnell brauchst. Je schneller du ihn brauchst, desto teurer wird er normalerweise. Ja. So, und dann kommt noch etwas dazu. Jetzt liest man in den Medien, dass es einen großen Exodus der Pflegekräfte gibt. Und da frage ich mich ja, um Gottes Willen, was ist denn da jetzt passiert? Also das habe ich wirklich jetzt erst in den letzten 2, 3 Wochen gehört, wo jetzt die Zahlen hochgehen. Dazu habe ich meine spezielle Meinung. Also diese Corona-Debatte ist ja inzwischen unglaublich vergiftet. In allen Familien, an allen Arbeitsstätten, auch in allen Kliniken. Und ich glaube, dass durch das Weiterführen der gesellschaftlichen Debatte kommen wir nicht mehr weiter. Also es ist ungefähr 25-30% sind Impfgegner und die anderen sind dafür. Und die geraten sich so in die Haare. Und das ist eine Situation, in der muss die Politik entscheiden. Und muss einfach Dinge vorgeben. Das heißt, da bin ich inzwischen völlig davon überzeugt, zum Beispiel, dass in den Pflegeberufen und auch in den Erziehungsberufen, die einfach eine soziale Verantwortung haben für Kinder oder für die Patienten, dass die Politik da sagen muss, Impfpflicht. Man kann auch den Pflegekräften nicht ständig zumuten, diese Debatte zu führen. Das ist ja nicht nur mit den Nicht-Geimpften, die jetzt auf der Intensivstation sind, sondern auch mit ihren Kollegen, die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Ich glaube, für bestimmte Bereiche muss man das jetzt einfach vorgeben. Und bei den anderen 2G oder 3G oder 2G+, aber irgendwo muss die Politik jetzt sagen, es ist ja verständlich, ein völlig neues Problem, wo wir nicht wussten, wie man es behandelt. Und da hat man auch eine bestimmte Zeit zum Experimentieren. Aber irgendwann muss man sagen, wenn ihr euch als Gesellschaft nicht einigen könnt, dann geben wir das vor und dann erleichtert das auch manche Debatte. Nur hat Debatte natürlich während des Wahlkampfes keine Partei sich getraut, davon zu sprechen. Ist das der Grund, weshalb wir in diesem Dilemma sind, dass sie vor der Wahl... Aber nicht nur, weil Österreich hat keine Wahl. Nee, lass mal Frau Münch antworten. Ja. Also, dass das Thema Impfpflicht für bestimmte Berufszweige nicht angesprochen worden ist, das hat meines Erachtens ganz viel mit dem Wahlkampf zu tun. Aber eins muss man natürlich auch sehen. Also
Also die Krise im Pflegebereich, die fand schon vor Corona statt. Also wir haben schon vor Corona eine Überlastung von Pflegekräften gehabt. Die haben schon vor Corona gesagt, wir schaffen das nicht mehr. Wir suchen. Und jetzt kommt es zusätzlich noch dazu. Und dann stellt man sich auf den Balkon und klatscht. Ja, und dann sage ich, ja, ja, bitte schön, dann gibt es denen halt bitte ein bisschen mehr Geld. Oder, deutlich oder, also, mehr Geld. Von mir aus so, und wenn vor jemand, allem mehr Personal. Ich meine, es nützt nichts, wenn man sagt, die Krankenhäuser müssen Strafe bezahlen, wenn sie den Personalschlüssel nicht erfüllen. Ja. Das nützt nichts. Frau Münch, jetzt sind wir aber in der Situation, dass jetzt Fachkräfte, da kann ja nicht irgendein Freiwilligen jetzt in die Intensivstation schicken. Also das heißt, es müssen ja ausgebildete Fachkräfte sein. Ich habe von 5-jähriger Ausbildung und so weiter gehört. Meine Schwester selber ist Krankenschwester auch. Das heißt, also da ist natürlich viel, da liegt viel brach. Aber dann in so einer Situation, so waschalweich, wie der Bayer sagt, irgendwie zu agieren, das finde ich, ist einfach nicht der richtige Weg. Und, zum Teil die Leute, die sind zum Teil auf Teilzeit gegangen. Genau. Und wenn man denen ordentliche Arbeitsbedingungen gibt und ein ordentliches Gehalt, dann würden die auch wieder mehr Stunden arbeiten können. Die Zuschläge, die man den Leuten geben könnte, steuerfrei hielten, dass sie auch was davon haben, das wird auch ein gewisser Anreiz. Ich will noch mal zu dem, was Antje Vollmer gesagt hat, Frau Münch, würde das in Karlsruhe Bestand haben, dass man eine Impfpflicht doch für einen Teil der Bevölkerung einführt? Also für die Fähigkeit der Voraussicht nach Karlsruhe ist für mich natürlich auch relativ schwierig. Aber ich würde sagen, für einzelne Berufsgruppen, von denen viel abhängig ist, wo im Grunde Wehrlose, im Grunde die ja auch nicht wissen, mit wem sie es zu tun haben, also vor allem die Patienten oder eben auch die Leute, die in Altenheimen und Pflegeheimen leben. Also ich gehe davon aus, dass das tatsächlich machbar wäre und dass es auch juristisch Bestand hätte. Eine allgemeine Impfpflicht, da bin ich eher skeptisch, ob man die durchsetzen kann. Und das Problem ist ja immer, man muss das eine anordnen, ist das eine. Aber die Frage ist natürlich auch immer, wie vollzieht man dann eigentlich Maßnahmen und sind die vollziehbar? Jetzt muss ich mal kurz mal fragen, muss man jetzt nach Karlsruhe gehen, um zu entscheiden, dass Pflegekräfte geimpft werden müssen? Nein, ja, eben. Nein. Das wäre jetzt möglich, dass jetzt nächste Woche entschieden wird, für alle Pflegekräfte Impfpflicht, und dann würde es eingeführt werden, ohne dass es größere politische Verwerfungen gibt. Und in den Krankenhäusern sind die meisten Pflegerinnen und Pfleger, die sind geimpft. Das Problem sind eher die Altenheime. Die Altenpflege. Frau Vollmer, wenn man sieht, mit welchen Zahlen wir heute zu tun haben, das ist viel, viel mehr als bei den ersten Wellen. Und gleichzeitig sind die Stadien wieder geöffnet. Jetzt diese Woche am 11.11. gab es Karneval in Köln und in Mainz. Also ich komme selber aus einer Gegend, da heißt es zwar Fasnacht und habe das auch gefeiert früher, aber da stehen einem ja die Haare zum Kopf. Ja, das ist ja unglaublich, dass da die Massenveranstaltungen erlaubt werden und gleichzeitig steigen die Zahl der Neuinfektionen. Kann man nicht, wie Wieler, der Präsident vom RKI, gesagt hat, jetzt einfach Großveranstaltungen dieser Art untersagen? Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil es tatsächlich schwierig ist, das für jeden Einzelnen zu verbieten. Ich glaube, dass ich der Weg, den ich gesagt habe, dass man das für bestimmte Berufsgruppen macht, dass sich der anbietet und dass das dann auch eine Auswirkung auf die Gesellschaft sonst hat. Mhm. Sonst muss man leider die Leute in ihrer eigenen Vernunft und ihrem Menschenverstand zutrauen. Punkto Karneval, punkto Weihnachtsfeier. Klaus, warst du mal im Stadion? Wie lief das mit den Kontrollen? Oder wie? Also ich war nicht im Stadion, aber ich bin Fan von Kontaktbeschränkungen. Mhm. Ja, ich meine, das war in allen Wellen eigentlich offensichtlich, dass Testen und Kontaktbeschränkungen Wirkungen haben. Weil das ist für mich einfach logisch, das zu reduzieren. Ja, natürlich erstmal innen. Ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Ne? Der Herr Lindner hat gesagt, Kontaktbeschränkungen sind ja zurückgenommen. Aber wenn Sie Drosten zum Beispiel und so weiter schreiben, alle von Kontaktbeschränkungen oder Wieler auch große Veranstaltungen. Die meinst du jetzt für alle die Kontaktbeschränkungen, also für die Geimpften und für die Ungeimpften? Ich denke, dass man über das an dem nicht mehr vorbeikommt. Aber dann wird es schon wieder schwierig. Ja. Also ich meine, man hat versprochen, dass es keinen Lockdown mehr gibt. Aber es ist ja offensichtlich, dass die Impfstoffe wohl über die Zeit an Wirkung nachlassen. Deshalb soll es ja die Auffrischung. Genau. Und die wirst du aber nicht so schnell wahrscheinlich organisieren können. Da reden wir ja über Riesenaufwände. Wir reden darüber, dass die Impfzentren nicht hochgefahren sind. Wir wissen noch gar nicht, ob der Impfstoff da ist für alles. Ich denke, dass man wahrscheinlich für alles machen muss. Ja, dass man gar nicht unterscheiden kann. Frau Münch.
Also im Augenblick werden wir ja, im Grunde haben wir ja die Debatte, wer regiert jetzt eigentlich? Also wenn man so auf Twitter den Herrschaften folgt, dann sagen die einen, das ist nur eine geschäftsführende Regierung, Bundesregierung, die darf ja gar nicht so viel machen, die sollen sich doch bitte schön zurückhalten. Dürfen schon, aber ob es eben legitimiert ist durch eine Mehrheit. Und gleichzeitig ist die Ampelregierung anscheinend, die künftige, natürlich noch mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, also das ärgert einen schon, dass im Grunde wir so eine auch so Widersprüchliches hören. Und das verärgert die Leute. Und im Grunde ist es auch eine ziemliche Belastung meines Erachtens für die Ampel, die künftige Ampelregierung, dass sie jetzt eigentlich schon mit so einem... Mit einer Krise anfängt. Mit einer Krise anfängt. Ja, ja. Ich meine, natürlich ist das auch ein wahnsinniges Thema. Also ich meine, das hatten wir auch noch nie, dass man so belastet dann im Grunde schon in den Verhandlungen arbeiten muss. Aber ich finde es ungut. Und das, was Sie zitiert haben von Lindner, das war ein bisschen widersprüchlich. Er hat sich bezogen auf die verfassungsrechtliche Regelung, wo er sagt, wir wollen diese Notlagenregelung, die wollen wir nicht mehr gesetzlich verankert haben, weil die verfassungsrechtlich problematisch ist. Es ist in der Tat, ich habe das tatsächlich dann noch mal kurz, auch im Vorfeld dessen, dass ich hier heute bin, noch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt tatsächlich von der LMU eine Studie, die besagt, dass die Kontaktbeschränkungen nicht wirklich funktioniert haben, weil als die nämlich in Kraft traten, sind die Zahlen schon nach unten gegangen. Also zu allem und jedem gibt es eine Studie und ein Ding, so dass man am Schluss eben, da gebe ich Ihnen recht, einfach sagt, man hat irgendwie einfach den Überblick komplett verloren, man hat auch die Schnauze voll, man ist erschöpft von diesem täglich grüßt das Murmeltier-Ding und so weiter. Das heißt, da muss man natürlich jetzt einfach eine Lösung finden und da gebe ich Frau Vollmer recht und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Frau Vollmer, würden Sie denn heutzutage gerne noch Politikerin noch mal sein? Die Frage stellt sich nicht dank meines Alters. So, das ist salomonisch ausgedrückt, aber ich sage Ihnen eins, was ich erlebe. Also zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel, ich bin ein lebendiger Mensch, mein ganzes Leben ist auf Extrovertiertheit und auf Ausdruck ausgelegt. Ich könnte in dem Maße kein Politiker sein, weil was ich mehr und mehr sehe durch die Medien, durch den Druck, der entsteht. Ich sehe nur noch also Leute, die stocksteif. Das Talent. So, also, und nein, Herr Zamparoni, das habe ich so nicht gesagt, sondern es ist so, Herr Zamparoni. Also das heißt, wir erleben Politiker, die überhaupt nicht mehr frei sind, die einfach immer schon Angst haben, dass der nächste Shitstorm wartet, die überhaupt nicht mehr irgendwie klar eine Meinung positionieren dürfen. Total Ausleuchtung der Politik, hat es ein Kollege genannt. Ja, und dadurch entsteht natürlich irgendwie eine ganz merkwürdige Melange und von ich sage jetzt mal, ein sehr hysterielastiges um sich greifen, sehr angstbesetzt ist zum Beispiel alles. Dadurch entsteht so eine merkwürdige Form, wo man sagt, ja, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ja, wo soll es denn weitergehen? Das ist auf der einen Seite die große Verunsicherung, auf der anderen Seite ist das die große Stunde der Corona-Rampensäue wie Herrn Söder, der dann ständig in die Medien geht, sein eigenes Land eigentlich nicht gut im Griff hat, aber plötzlich ganz Deutschland erscheint als derjenige, der hier die härteste Kante fährt. Ja. Sehen Sie das immer noch so, dass Söder so erfolgreich nach außen hin wirkt? Weil das war ja vor allem im Grunde in diesem Scharmützeln mit Herrn Laschet und auch noch während des Wahlkampfs, aber inzwischen ist er ja deutlich ruhiger geworden. Oder wie wirkt es auf Sie? Also ich sehe immer noch, dass der ständig in den Tagesthemen oder Heute-Journal ist und auch offensichtlich eine generelle Kompetenz hat, zu Corona-Fragen was zu sagen. Und mir fehlt immer die Nachfrage, und wie haben Sie Ihr eigenes Land im Griff? Also Bremen oder wie ist haben Sie Ihre eigene Regierung im Griff gehabt? Ja? Also Frau Münch, zum Abschluss dieses Themas, Frage. Jetzt tagt wieder die Bund-Länder-Kommission quasi, also Ministerpräsidenten und das Kanzleramt. Da wird die noch amtierende Kanzlerin, der künftige Kanzler, so er es denn wird, dabei sein. Was muss am Ende dieser Sitzung klar sein? Was muss kommen diese Woche? Also es muss kommen, dass die Regelungen, die verhängt werden, bundeseinheitlich sind. Dass es nicht zu große Unterschiede gibt. Dass man aber natürlich abstufen kann nach den Inzidenzen in einer Gegend. Also das muss natürlich schon. Ja, also geht das überhaupt, Schleswig-Holstein hat eine völlig andere Situation. Ja. Das braucht man, denen braucht man nicht die bayerischen Maßnahmen angedeihen lassen. Aber die Abstufung muss transparent sein. Das muss geschehen. Und natürlich brauchen wir im Grunde das Bekenntnis. Und das haben wir ja auch. Auch die Tests werden wieder kostenlos, war ein ziemlich großer Fehler. Sämtliche Impfstationen müssen wieder hochgefahren werden. Das ist alles ganz klar, das braucht es. Und vor allem muss man den Leuten mehr erklären. Wir haben jetzt in allen Tageszeitungen hatten wir wunderbare Anzeigen, warum es sinnvoll ist,
Boosterimpfungen zu machen. Wie viele Menschen verstehen das Wort Boosterimpfungen? Da wird gesprochen von homologen und heterologen Impfschema. Ich meine, wer versteht denn das? Also, naja, aber man weiß schon, die dritte Impfung ist es. Ja, aber Entschuldigung, es gibt ganz viele Leute, die das nicht verstehen. Wir leben nämlich in einem Land mit vielen Menschen, die auch eine Zuwanderungsgeschichte haben. Also wenn ich schon solch grauenhaft teure Anzeigen schalte, dann bitteschön doch so, dass die Leute es auch verstehen. Okay. Ich möchte Herr Kitz, dazu noch was sagen. Ich habe im Vorfeld... Also Sie sind schon geübt in politischen Praktiken. Ich habe im Vorfeld zum Beispiel zu dieser netten kleinen Runde hier tatsächlich da mal mir die Arbeit gemacht, weil in jedem unserer Freundeskreise gibt es Leute, die sich nicht impfen haben lassen. Und ich habe jetzt tatsächlich ein paar gefragt. Und die wissen, was Boosterimpfung ist. Aber die sagen zu mir, und ich habe da wirklich das komplette Spektrum erlebt, nein, ich lasse mich nicht impfen, Langzeitschäden, Joshua Kimmich, ich nenne es sogar Sarah Wagenknecht und so weiter, bis hin, dass einer zu mir gesagt hat, du wirst in 5 Jahren tot sein. Jürgen, das war's. Da sage ich ja, also da ist Ende der Diskussion. Das heißt, ich glaube, dass es insgesamt... Ohne, dass es dafür irgendwelche Belege gibt, weil der Impfstoff nicht mehr im Körper wahrnehmbar ist. Nur noch mal, um es einfach noch mal deutlich zu sagen. Was mir, jetzt also, machen wir mal aber einen Strich drunter. Jetzt ist der Talkmaster wieder. Wir sind dabei, die ganzen Kommissionen haben getagt, der Parteien, die Großen. Und jetzt... kommen die Generalsekretäre und dann werden am Ende die großen Parteivorsitzenden das letzte Wort haben. Frau Vollmer, was? Klaus Bogenberg hat es angesprochen, schon enttäuscht von der Grünen Partei, dass das Tempolimit gleich kassiert wurde. Was muss für die Grünen drinstehen in einem Koalitionspapier mindestens, damit das der Parteitag beschließt? Denn die Grünen sind die Einzigen, die die Basis befragen bei solchen Sachen. Die anderen machen das über ihre Parteigremien. Also es muss eine wirkliche Kompetenz und Entscheidungsvollmacht im Punkto Klima herauskommen. Das sollte auch trotz anderer Überlegungen in grüner Hand sein. Das erwartet auch die Bevölkerung von uns. Aber es sollten auch andere Sachen sein. Also mich hat das mit dem Tempolimit irritiert. Mich hat auch irritiert, dass es keine Steuererhöhung geben soll. Also wenn ich mal gucke, Corona kann wüten weltweit, wie es will. Die Aktien steigen, steigen, steigen. Es gibt einen Teil des Vermögens, der wächst und wächst. Erbschaftssteuer wird nicht drüber diskutiert. Also irgendwann werden wir eine riesengroße Gerechtigkeitsfrage kriegen zwischen diesem Bereich der Finanzwirtschaft und der Sozialpolitik, und zwar weltweit. Welche Rolle spielt das Thema Migration zum Beispiel für Sie, für die Grünen? Was zu regeln im Koalitionsvertrag, gerade mit Blick auf Belarus? Also da komme ich noch drauf, weil mein größtes Manko sehe ich darin, dass Außenpolitik fast keine Rolle spielt. Von 22 Arbeitsgruppen eine einzige, und die hat das Thema Abrüstung, Verteidigung, Außenpolitik und Entwicklungspolitik. Also Riesenbereiche. Und da gibt es eine Reihe von Meldungen, die mich sehr irritieren. Also einmal höre ich, dass Herr Kohns, das ist der Sicherheitsberater von Joe Biden, jetzt, noch während die Verhandlungen sind, nach Berlin fährt, mit Olaf Scholz und mit den Parteiführern von FDP und Grünen redet. Ich finde das übergriffig, in einer Phase, wo noch verhandelt wird, schon so einen massiven Außendruck zu machen. Das eine. Das zweite, was ich höre, es gibt ernsthaft Überlegungen, das Entwicklungsministerium zu kürzen. Nun war Gerd Müller, zusammenzulegen mit der Außenpolitik. Nun war Gerd Müller meiner Meinung nach neben Hubertus Heil der beste Minister im Kabinett von Angela Merkel. Und der Etat seines Ministeriums ist größer als der für Wirtschaft. Also das heißt, ein Riesenbereich. Wenn wir das mit Außenpolitik zusammenpassen, dann wird die Außenpolitik, wie ich befürchte, der neuen Logik des Kalten Krieges unterworfen. Nämlich, dass wir ganz dicht bei der Strategie der Amerikaner, also die Hauptauseinandersetzung mit Russland und China zu führen, landen werden. Und dass dem alles untergeordnet wird, auch die Kontakte zu den Entwicklungsländern und zur Dritten Welt und zu denen im Zwischenbereich. Aber das ist jetzt ein bisschen Akasandra. Wir haben jetzt das 60-jährige Jubiläum.
Selbst Herr Müller hat gesagt, dass diese Gefahr besteht. Jetzt muss man mal überlegen, die großen Minister, die wir in dem Bereich hatten, Erhard Eppler, Egon Bahr, Scheel, Marie Schley, das war ein Riesenprogramm der sozialliberalen Ära, dass das ein völlig eigener Bereich ist. Das hat sie nur einen von der CSU genannt, aber es gab ja auch noch einen Spranger oder so. Ja. Ja? Und Herrn von der FDP, Herrn Niebel. Ich meine, Sie haben natürlich völlig recht damit, dieses Thema Fluchtursachen, das hat auch viel mit Entwicklungspolitik zu tun, aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass die fröhliche Urständ und alle immer so erfolgreich war. Aber nochmal die Frage, welche Positionierung erwarten Sie von Ihrer eigenen Partei jetzt mit Blick auf die akute Flüchtlingsproblematik an der Grenze, an der Außengrenze zur Europäischen Union in Polen? Also das ist wiederum die Frage, unter welcher Leitlinie wird das diskutiert. Nehmen wir mal den wirklich schlimmen Fall von Herrn Lukaschenko. Also da sind wir uns hier, glaube ich, alle einig, dass was für ein brutaler Diktator das ist und dass es da so etwas wie einen echten Volksaufstand gegeben hat. Trotzdem, wenn man nach der Ursache fragt, warum die Flüchtlinge da sind, dann liegt sie in den Kriegen, die wir im Irak, in Afghanistan, in Libyen und so weiter geführt haben. Daran war Herr Lukaschenko nicht schuldig. Er ist ein Profiteur dieser Krise, indem er sie für seine Zwecke ausnutzt. Aber man muss doch bei der Migrationsfrage an die Ursachen ran. Und die Ursachen sind Klimakrisen immer mehr und Kriege. Und da fordere ich wieder ein, dass man die Lehre aus dem Afghanistan... Das heißt, die muss man reinlassen, die Leute an der Grenze, die jetzt da sind? Also, ich denke, das Problem, jetzt mal realpolitisch gesehen, wird gelöst werden. Und zwar, Sie fangen ja jetzt schon an, dass die Fluglinien die Leute nicht mehr transportieren. Dann hat man da 5.000 bis 6.000 Leute. Da wird es doch in Gottes Namen eine europäische Lösung dafür geben, dass irgendjemand sich darum kümmert. Und wenn es Deutschland wäre, die werden wir nun auch noch unterbringen. Aber dann darf man auch nicht plötzlich darüber diskutieren, dass das die Ukraine jetzt übernehmen soll. Der ukrainische Botschafter hat sich aufgeregt und hat gesagt, ihr diskutiert in Deutschland in den Medien, ob wir die Flüchtlinge nehmen sollen. Und ihr habt mit uns noch nicht mal geredet. Das ist ein Migrationsforscher, der ja plädiert. Es wird überhaupt nicht mit den Leuten geredet. Und es wird auch manchmal mit den falschen Leuten geredet. Wenn Frau Merkel mit Putin telefoniert, dann folgt sie doch damit, großer Applaus in den Medien. Sie folgt damit der Aufregung, die das bei uns in den Medien hat. Da habe ich auch einiges zu sagen. Aber was sagt sie damit? Du, Putin, bist der Schuldige. Denn sofort, kaum hat sie den Hörer hingelegt, sagt ihr Pressesprecher, Frau Merkel hat mit Herrn Putin geredet. Alle freuen sich, aber wie soll denn Putin darauf reagieren? Er sagt, natürlich redet doch mit Herrn Lukaschenko. Warum redet ihr mit mir? Der will sich doch nicht öffentlich als der Schuldige darstellen. Das heißt, es passieren solche Fehler in puncto Diplomatie. Also wenn ich mal dran denke an die Zeit der sozialliberalen Ära, da gab es den Wisch für den Nahen Osten. Das ist der Politiker Wischniewski, war das von der SPD. Aber wie würden Sie denn jetzt die Situation lösen? Und da gab es Egon Bahr. Und der ist still losgefahren und hat über Wochen geredet und eine Lösung gebracht. Und dann hat die Politik die Sache öffentlich gemacht. Diese Telefondiplomatie, das ist überhaupt keine Politik. Das ist nur für den Applaus beim eigenen Publikum. Und unsere Medien applaudieren dann sehr und sagen, da war Frau Merkel, gut, aber wieder mal tapfer. Gut, dass sie zeigt, aber nicht auf mich. Aber ich fühle mich geehrt. Ich will nur noch mal ganz kurz diesen Aspekt. Klar hat sich Joe Biden sicher interessiert dafür, wie sieht die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik in den nächsten 4 Jahren aus. Das halte ich für so einen großen Verbündeten. Für statthaft, ja. Aber in den Verhandlungen? Gut, das weiß ich nicht, da haben Sie bessere das Informationen. Ist aber das war Druck, nur. Ja? Sie glauben doch nicht im Ernst, wenn der Mütze nicht braucht, bleibt Fraktionschef bei der SPD, ja? Das ist auch Scholzens Wunsch gewesen, dass er den hat und die Fraktion zähmt mit 50 Jusos. Der ist ja und nun auch gut. Ist der für den Abzug der Atomwaffen ja immer gewesen oder sowas. Also es wird keine große Änderung mit der SPD geben in der ganzen Politik, was die Verteidigung und Bundeswehr und auch also die außenpolitischen Aspekte anbetrifft. Und jetzt wird wieder wahrscheinlich irgendwann von 2% oder 3% geredet. Ob das sowas festgeschrieben wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Frage wird ja sein, wer kriegt welches Ministerium und welche Akzente kann man setzen? Was,
Sollten die Grünen das Außenministerium kriegen? Das ist die dritte Nachricht, die ich höre, dass sie es gerne haben möchten. Mhm. Und Annalena Baerbock, und da habe ich auch meine Bedenken. Nicht nur wegen mangelnder Erfahrung. Ich glaube, gerade in Außenpolitik muss man sehr viel in der Welt rumgekommen sein. Das kann man niemand vorwerfen, der jung ist. Aber sie ist auch, glaube ich, sehr in den Händen der überwiegenden transatlantischen Thinktanks, die wir haben. Wir haben ja fast nur noch transatlantische Thinktanks von der DGAP. Aber das ist aber auch nichts Schlimmes, wenn eine künftige Außenministerin gute Beziehungen zu USA für sinnvoll hält. Also da widerspreche ich Ihnen. Also das halte ich durchaus für jede Bundesregierung für die Maßgabe. Nach der alten Formel von Egon Bahr, dass das Basis all unserer Außenpolitik ist, dass wir Teil des Bündnisses sind, dass wir aber auch leben auf einem Kontinent, der dazu einen Spielraum braucht. Und das ist sozusagen meine Essenz. Hat Europa noch einen eigenen Spielraum? Will Europa diesen eigenen Spielraum oder verlassen wir uns immer auf die Amerikaner? Und haben die Deutschen noch einen eigenen Spielraum? Und alles, was wir in der Vergangenheit positiv hingekriegt haben, in der Vorphase von 89, hatte mit diesem Spielraum zu tun. Im Idealfall gab es ein historisches Bündnis zwischen der Entspannungspolitik der SPD, das war weitgehend auf Regierungsebene, und der Menschenrechtspolitik der Grünen. Und wenn das beides zusammenkommt, das war eigentlich der Schlüssel zum Erfolg von 89. Aber Rot-Grün war ja damals noch allein. Jetzt gibt es immerhin die FDP dabei. Das ist ein neues Element in dieser Regierung. Ja, und kein gutes. Also die sind eindeutig auch nur... Also ich habe gehört, in der Vorphase haben sich Grüne und FDP geeinigt, dass sie beim Vorrang der werteorientierten Außenpolitik, die ja die ist, dass wir immer die ganze Welt moralisch belehren müssen und dass wir ein Vorbild sind und so weiter, dass sie darin einig sind und keine Differenz haben. Da liegt die Spannung also womöglich zwischen SPD und Grüne und FDP auf der anderen Seite. Und da ist jemand wie Herr Mützenich für mich schon sehr, sehr interessant, ob Sie sich an Ihre alte Tradition erinnern. Also der SPD-Außenminister, der etwas selbstverliebte Heiko Maas, war da nun auch kein großes Vorbild. Der hat aber nun die Leitung in diesem Arbeitskreis. Also ich glaube, wir bräuchten eine öffentliche Debatte. Wenn schon die Amerikaner mit uns diskutieren, dann brauchen wir eine öffentliche Debatte. Wollen wir diesen eigenen Spielraum? Und auf einem Kontinent, also von Wollen ist das doch nicht nur abhängig, Frau Vollmer. Ich meine, also wir verlassen uns bis jetzt immer sicherheitspolitisch auf die USA. Und insofern ist es natürlich schon, die Amerikaner würden ja gern den Europäern mehr Freiraum lassen. Nur die Europäer sind gar nicht in der Lage dazu, weil sie sich so uneins sind. Aber das ist eine große Debatte. Aber in diesem Fall ist es eine Frage der Strategie. Wollen wir und brauchen wir ein eigene Dialogforen mit den Ländern, mit denen wir im Augenblick so im Konflikt sind? Also ich erinnere mal daran, als der Warschauer Pakt in Prag eingefallen ist, gab es keine Sanktionen. Als der Tiananmen-Platz war, die Massaker da, gab es keine Sanktionen, sondern es gab Diplomatie, Gespräche. Und es gab Leute, die dafür verantwortlich waren und sehr großes Vertrauen in diesen Ländern hatten. Und im Zweifel ist auch Herr Adenauer oder Helmut Kohl oder Willy Brandt eine ganze Woche nach Moskau gefahren. Also Ihr Plädoyer ist mehr Diplomatie und keine Drohungen. Mehr Diplomatie und auch klar sein, wir sind kein kriegsfähiger Kontinent. Mhm. Wenn wir noch so viele Waffen haben, Europa wird Kriege nur mit Söldnern führen und nicht mehr mit eigenen Leuten. Also muss man doch auch eine Strategie entwickeln, die Kriege verringert. Ich muss eine kleine Zäsur hier jetzt machen, weil wir werden in den nächsten Wochen im Laufe der Regierungsbildung und der Besetzung der Ministerien noch viel Gelegenheit haben, das alles zu erörtern. Da Sie beide neu sind bei unserem Stammtisch, wir haben die Rubrik immer Freude und Ärger. Und jetzt fangen Sie mal an heute, Herr Tonkel. Was haben Sie sich gefreut letzte Woche? Sind wir schon bei der letzten Rubrik, das ist aber sehr schnell gegangen. Das ist also wirklich eine sehr Rubrik, kurzweilige. Wunderbar. Nein, also ich fange mit meinem Ärger an. Ich bin da nochmal bei Glasgow, weil ich glaube nicht an dieses Abkommen. Das ist mal das eine. Und ich glaube unter anderem deswegen nicht dran, und das ist ein wirklicher Ärger, wenn Australien schlichterdings während diesen Verhandlungen einfach behauptet,
behauptet, wir machen mit dem Kohleabbau einfach schlichterdings weiter und es ist gut, wenn die anderen abbauen, weil dann bauen wir mehr ab und haben wirtschaftlich was davon, finde ich ein sowas von kontraproduktives Statement, wo ich sage, ja bitte, wo sollen wir denn dahin, wenn es solche Aussagen gibt? Plus Indonesien, wo die indonesische Umweltministerin sagt, also Entschuldigung, dass wir jetzt den Wald nicht abholzen dürfen, also das findet sie irgendwie nicht so gut. Also finde ich ein wirkliches Ärgernis also innerhalb des Ich glaube, eine Wirkung hat. Ja, ich glaube da nicht dran, so wie die 26 davor. Paris, okay, aber ich glaube, in der Umsetzung wird das nichts. Die Freude diese Woche ist eine sehr private, weil meine Kollegin Katharina Böhm hat lustigerweise eine Kaffeemaschine gekauft und die hat dann aus ihrer Sicht nicht funktioniert und hat noch mal eine neue gekauft. Beide Maschinen funktionieren einwandfrei, sie lag nur am Handling und dadurch hat sie mir eine Kaffeemaschine geschenkt. Ja. Und habe ich gesagt, ja, ist denn heute schon Weihnachten? Also Technikfeindlichkeit hat auch Vorteile, ja. Und deswegen habe ich jetzt tatsächlich eine neue Kaffeemaschine und das ist eine gut, sehr gut, schöne. Gut, dass Sie das Fabrikat nicht nennen, sonst müssen Leider, wir wieder. Nein, um Gottes Willen, das habe ich extra gemacht. Frau Vollmer. Meine Freude war, ist zwar ein Tag vorher her, aber Thomas Gottschalks Sendung, dass ernsthaft darüber diskutiert wird, das zu wiederholen, wenigstens einmal im Jahr. Das ist das einzige bundesdeutsche, gesamtdeutsche, spannungsfreie Lagerfeuer, was es gibt, wo sich alle versammeln, wo ich gemerkt habe, dass selbst meine Enkel einen großen Spaß daran hatten, die Tierwette und diesen Jungen, der da so lang gekraxelt ist, das sollten die machen. Wenigstens einmal im Jahr in der dunklen Jahreszeit November, wo man sonst keine Freude hat, in der Politik auch keine. Das war meine Freude. Mein Ärger war wieder mal ein Ausspruch von Angela Merkel, auch zu ihrer Frage Migrationspolitik. Da hat sie gesagt, wir haben das geschafft. Und ich finde, Angela Merkel heimst jetzt so viel, auch zu Recht, Respekt und Bewunderung und sowas ein. Irgendwann sollte sie doch mal zugeben, dass das damals zwar ein sehr guter, humaner Impuls war und auch eine gute Absicht und dass es auch richtig ist, also unsere Haltung zu den Flüchtlingen zu verändern, dass sie aber dann irgendwann mal die Kontrolle verloren hat. Und das mussten andere für sie machen, die Kontrolle wiederherstellen. Mhm. Auch Herr Seehofer und auch die Österreicher und die Ungarn und so weiter. Und dass sie denen, die ihr geholfen haben, diese Übertreibung wieder zu korrigieren, dass sie denen nicht nachträglich mal großzügig ein gewisses Lob zukommen lässt, das finde ich bei der großen Angela Merkel dann auch irgendwo wieder kleinlich. Okay. Frau Münch. Ja, mein Ärger und Freude sind privater Natur und der Ärger hat was mit feuchtem Laub zu tun auf der Straße. Das ist bei meinem Mann zu einem... Ach, ich dachte schon, der Wohnung. Nein, das kriegen wir schon hin, aber das feuchte Laub hat zu einem Fahrradunfall meines Mannes geführt, der jetzt die ganze Familie natürlich auch mitzieht, weil er im Krankenhaus gelandet ist, weil das Sprunggelenk beeinträchtigt ist. Also das ist ziemlich unschön und beeinträchtigt ihn und uns alle. Die Freude ist, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Die Freude ist, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Bei einem Unfall könnte ja immer was Schlimmeres sein. Er hat nichts gebrochen oder so. Sprunggelenk muss operiert werden. Nicht am, schön. Am Knöchel? Ja, er ist im Krankenhaus. Deshalb sage ich ja, das ist nichts Schönes. Das ist auch langwierig. Mein Ärger, der ist immer wieder, das beobachte ich schon lang und hat auch mit Verkehr und Umwelt zu tun. Wenn wir im Internet bestellen, was natürlich wir auch machen, dann ist es zum Teil so, dass da am Tag drei verschiedene Autos kommen und die Dinge zustellen. Und mir leuchtet das nicht ein, dass das nicht besser koordiniert werden kann oder kombiniert werden kann, dass da nur ein Auto mal kommt. Ja. Da fehlt mir in der Logistik oder in der Organisation der Logistik irgendeine Komponente, weil das würde wahnsinnig Kilometer reduzieren. Gefreut habe ich mich über das Fußballspiel und nicht über das Ergebnis. Das war klar, der Deutschen gegen Liechtenstein. Aber da gab es ein böses Foul von einem Liechtensteiner an Goretzka. Mhm. Und die beiden sind aber danach sehr, sehr sportsmanship-like miteinander umgegangen. Der Liechtensteiner hat sich sehr glaubwürdig entschuldigt bei Goretzka. Der hat das angenommen, hat ihm danach das Trikot auch geschenkt. Und sowas sieht man leider viel zu selten im modernen Sport, finde ich. Ja. Ja, ich habe auch eine Freude im Sport. Der Eishockey-Bundestrainer, ein Schwede, hat gesagt, kein Spieler, der ungeimpft ist, fährt mit nach den Olympischen Spielen nach Peking.
Das sollten vielleicht auch Hansi Flick da, ein Freund von der Nationalmannschaft, mal nach innen sagen. Es fährt keiner mit nach Katar, der ungeimpft ist. Aber dann würde vielleicht auch da ein bisschen was in Gang kommen. Ja, Ärger, ich weiß nicht, es geht mich einiges an, aber Regensburg ist ja so die Hauptstadt der Korruption offenbar in Bayern. Und dass da jetzt ein Verfahren war gegen einen noch amtierenden Landtagsabgeordneten, der verurteilt wurde auch, ist nicht rechtskräftig, aber dass der Mann einfach in seinem Amt festhält und jetzt hat das BGH eingegriffen, hat den früheren Oberbürgermeister gesagt, viel zu milde bestraft worden, da ist noch Handlungsbedarf. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war heute der Stammtisch. Ich hoffe, es war bei Ihnen zu Hause, auch was die Diskussion anbetrifft, so lebhaft wie bei uns hier. Nächsten Sonntag sehen wir uns wieder. Dann werden Evelyn Ehrenberger und Christian Neureuther hier bei mir am Tisch sein und es kommt die Schauspielerin Jutta Speiden. Ihnen allen danke fürs Zuschauen, euch danke fürs Diskutieren. Servus und schönen Sonntag.